Okay, kleines Quiz zu Beginn. Ich treffe mich gleich mit einer Band, die hat dieses Jahr ihr Debütalbum rausgebracht und auf dem Cover dieser Platte sieht man quasi die komplette Band aus heiterem Himmel fallen. Ja, für alle Fans der ersten Stunde war das jetzt keine schwierige Quizfrage, für alle anderen, ich bin gleich verabredet mit den Giant Rooks. Und zwar nicht irgendwo, sondern im Kletterwald Wuhlheide in Berlin. Weil wir dachten uns, wir nehmen dieses aus heiterem Himmel fallen mal ganz wortwörtlich und wagen uns hier über diesen Holzparcours. Die Jungs dürften ja höhentechnisch auf jeden Fall ein bisschen erprobter sein als ich, weil sie zumindest schon mal für das Shooting zu ihrem Cover sich in diversen Trampolinsprüngen und Stunts versucht haben. Wie viel Vorteil das im Kletterpark bringt, das werden wir gleich einfach mal testen. Ich hingegen ja, werde versuchen, zwischen dem einen oder anderen Hindernis vielleicht noch eine Frage zum Debütalbum unterzubringen. Vielleicht bin ich auch aber gleich komplett mit meiner Höhenangst beschäftigt. Mal gucken. Wir schnappen uns jetzt mal hier Kletterausrüstung und Karabiner und dann geht's los. Vielleicht für euch einerseits eine super, super gute Zeit ist gerade, weil so ein bisschen, wie du meintest, auch gerade die Last abfällt und man hat das jetzt so, das Debütalbum ist draußen, das ist so ein bisschen, die Anspannung ist irgendwie weg. Andererseits ist es ja irgendwie auch ein bisschen komisch, weil normalerweise würde man mit dem Debütalbum jetzt ja irgendwie live sich die Lorbeeren einholen und würde jetzt irgendwie so wirklich Feedback kriegen, wäre auf Tour damit und wäre so jeden Tag mit diesem Album irgendwie konfrontiert. Also ist es gerade irgendwie auch vielleicht ein bisschen weird. Ja, es ist schon sehr weird. Also wir haben die Songs natürlich auch geschrieben, um sie irgendwann mal auf einer Bühne zu spielen. Ja. Und das gehört schon irgendwie auch sehr zusammen, wie du sagst, halt so ein Album zu veröffentlichen und dann halt eben auch damit dann Touren zu gehen. Voll, und wir haben halt diese Reaktion ja auf unser Debütalbum und auch auf die Single-Auskopplung vor dem Album meistens eher so in so Statistiken und Zahlen so erfahren. So. Ja. Aber das ist halt irgendwie ein anderes Gefühl, so, also eine ganz andere emotionale Ebene, als wenn man jetzt Konzert spielt und wirklich so merkt, so, oh, da gibt es Leute, die singen mit zum Beispiel. Und wir haben ein Picknickkonzert in Leipzig gespielt vor ein paar Wochen und da haben wir dann zum ersten Mal Watershed live gespielt vor Leuten und der Song war halt schon ein paar Monate draußen und auf einmal war es halt so voll krass, weil alle Leute diesen Song mitsingen konnten, ja. Und wir dann dachten so, hä, krass, so, das kennt ja doch irgendjemand, ja. Diese direkte Reaktion, so, das ist ein ganz anderes emotionales Gefühl. So. Ist es überhaupt eine emotionale Ebene, wenn man nur so Statistiken reingereicht bekommt und so Zahlen sieht und man weiß so, ja, Platte läuft gut und Videos guckt sich wer an, so, ja. Es gibt irgendwie so, aber das ist halt, also es ist ja super anonym, kann man da überhaupt eine Emotion zu aufbauen? Ich glaube, dazu eher weniger. Es sind dann eher so natürlich Kommentare und Leute, die irgendwie, es haben zum Beispiel ganz, ganz viele Leute und Fans so ellenlange Blog-Einträge geschrieben, ja, also wo sie quasi das ganze Album auseinandergenommen haben und über jeden Song irgendwie geschrieben haben, was sie dabei empfunden haben. Ja. Und es gab dieses eine Video auf Instagram, wo sich, es gibt so ein paar Instagram Fan-Accounts, ja. Und ja. Zum Beispiel so aus Brasilien und aus Amerika und aus der Türkei und Italien, die haben sich alle, die sind so voll gut vernetzt irgendwie, was wir gar nicht wussten. Und die haben uns so überrascht mit so einem 5 Minuten langen Video, wo ja. Sie uns alle so beglückwünschen und sagen, was ihnen das Album bedeutet. Und dann jeder halt so, hey, ich bin der und der aus Italien, ich bin die und die aus Japan zum Beispiel. Also voll krass. Das hat uns zum Beispiel voll gefreut. Das ist dann schon was anderes als so Statistik. Ja, also ich finde halt, es bietet sich voll an, mit euch über diese Album- und Debüt-Thematik nochmal ein bisschen zu sprechen. Weil das, glaube ich, sowohl für euch als auch für eure Fans ein Riesending war, dass ihr jetzt so ein Debütalbum rausgebracht habt nach schon sehr langer Zeit. Und es gibt so ein, zwei ja, MusikjournalistInnen-Sätze, die immer wieder auftauchen, wenn eine Künstlerin ein Debütalbum rausbringt. Die würde ich jetzt mal quasi hier in diesen Wald stellen, diese Sätze, und ihr dürft die gerne kommentieren oder einordnen oder sagen, was ihr dazu denkt. Und zwar, der Klassiker natürlich, für das Debüt hat man ewig Zeit. Das sollte so sein, ja. Wir haben uns die Zeit genommen, die wir brauchten eigentlich, für uns so dazu bereit gefühlt haben, also weit genug gefühlt haben. Ja. Das Debüt jetzt endlich rauszubringen. Glaube ich auch. Und wir haben uns halt so die ganzen letzten Jahre entwickelt, so vor allen Dingen was Live spielen. Und da haben wir immer ganz, ganz großen Wert drauf gelegt, viel live zu spielen. Und weil wir da auch gemerkt haben, dass wir da einfach besser werden, ja. Und wissen, wie wir klingen wollen, wer wir sind und so. Und da haben wir uns echt krass drüber definiert. Und
Insofern haben wir uns halt selber keinen Stress gemacht. Und es war dann halt damals so, dass ganz viele Leute auch dachten, oder eigentlich ja jetzt bis vor einem Monat, dachten, dass wir uns so an dem Abgesang des Albums irgendwie beteiligen wollen. Aber es war halt überhaupt gar nicht der Fall. Ich finde das Konzeptalbum total toll und es war von Anfang an klar, dass wir auf jeden Fall ein Debütalbum schreiben wollen und dass wir halt aber diese riesen Erwartung daran haben, an uns selber und an, wie es klingen soll. Und deshalb haben wir uns einfach keinen Stress gemacht, EPs veröffentlicht und sind getourt und so. Und ich fand, ich bereue das auf jeden Fall nicht, dass es jetzt erst kam. Das finde ich krass, weil damit hätte ich euch zum Beispiel gar nicht in Verbindung gebracht. Ich hätte euch immer mit diesem großen Konzeptalbum und sehr überlegten und sehr perfektionistischen Ansatz. Also ich finde, das Album ist ja was bei euch seit Anfang irgendwie, vielleicht so nach der ersten EP irgendwie schon sogar im Raum stand irgendwie. Ja. Seitdem irgendwie so ein bisschen immer, genau, über den Köpfen geschwebt ist und immer so war, oh, eigentlich könnte man ja schon mal. Wir kommen zur zweiten These, und zwar, dass das Debüt oft selbst betitelt ist. Und das ist ganz witzig, da wollte ich mit euch drüber sprechen, weil ihr vor ein paar Wochen mal in eurer Story hattet, dass ihr erst auch überlegt habt, glaube ich, euer Album Giant Rooks zu nennen. Ja. Tatsächlich. Und das heißt jetzt ja natürlich offensichtlich doch anders, das heißt Rookery. Warum habt ihr euch da letztendlich gegen entschieden? Tja, muss eigentlich sagen, dass es jetzt nicht so sehr konkret im Raum stand, das Album Giant Rooks zu nennen. Aber trotzdem irgendwie das natürlich so eine mögliche Option immer war, natürlich trotzdem. Und wir dann aber relativ schnell, als wir dann diesen Begriff Rookery gefunden haben, wir sind irgendwie auf einer Zugfahrt zurück aus dem Studio, haben wir euch diesen Begriff gezeigt. Und wir waren halt bei sofort total geflasht von diesem Begriff irgendwie, weil der halt, ich weiß nicht, ich finde, dieses Wort hat irgendwie total was. Und wir fanden das relativ schnell deutlich besser als Giant Rooks. Ja. Und eben, weil es halt noch eine andere Ebene aufmacht und es ist irgendwie spannender. Zur Thematikalbum habe ich von dir, Finn, ein wie ich finde, schönes Zitat im World Wide Web gefunden. Und zwar hast du mal auf die Frage, warum ihr denn so sehr am Format Album festhaltet, hast du mal gesagt, wir sind eine Band, wir haben jetzt ein Album fertig, jetzt wird's ernst. Und ich finde dieses jetzt wird's ernst irgendwie ganz... Das habe ich gesagt. No pressure. Meine Frage war, warum kehrt denn vielleicht für dich, für euch der Ernst erst jetzt so mit dieser Debütplatte ein? Ich glaube, weil so ein Album halt einfach die Messlatte ist und so der Grundstein und einfach das irgendwie so die Basis von allem ist, was wir jetzt machen werden und auch irgendwie, woran wir gemessen werden. Und, man muss halt auch sagen, dass so ein Album eine ganz andere Aufmerksamkeit bekommt als zum Beispiel ein EP. Also das wird viel mehr besprochen und ich glaube, man wird dann auch so ein bisschen so wahrgenommen, okay, so jetzt seid ihr keine Newcomer mehr, weil wir wurden eigentlich 6 Jahre lang als Newcomer betitelt. Und ich habe das Gefühl, dass wir es vielleicht jetzt nicht mehr sind, aber... Selbst wenn, finde ich es auch nicht schlimm. Du hast es gerade schon mal reingeworfen, Stichwort auch Erwartungshaltung. Da, wo man auf eine Platte wartet, ist auch die Erwartungshaltung natürlich nicht weit weg. Habt ihr euch da während der Fertigstellung so in den letzten Monaten vor der Platte eigentlich viel Gedanken drum gemacht? Also gab es vielleicht mal den Moment, wo ihr so wart, ja krass, also jetzt so nach 5 Jahren sind auf jeden Fall schon mehr Leute an Bord, mehr Augen, die hier drauf gucken als vorher. Es wäre schon vielleicht auch easier gewesen, einfach nach 2 Jahren zu sagen, okay, das ist unser Albumversuch irgendwie. Finn und ich, wir haben relativ viel von den ersten Interviews gegeben zu dem Album. Und da ist uns eigentlich zum ersten Mal bewusst geworden, dass wir eben gar nicht so viel über äußere Erwartungshaltung nachgedacht haben. Also dass wir, als wir dieses Album geschrieben haben, wirklich nur so in dieser Fünfer-Konstellation gearbeitet haben und selbst Freunde oder irgendwie Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, die haben wir relativ wenig involviert, sondern wir waren wirklich so einfach nur zu fünft und haben da irgendwie lustigerweise nicht drüber nachgedacht, was uns dann halt jetzt auch in während dieser Promophase bewusst geworden ist und wir dachten so, oh scheiße, hoffentlich gefällt es überhaupt irgendwelchen Leuten, die sich das dann anhören, zum großen Teil würde ich sagen, einfach für uns gemacht haben. Ja. Und das heißt aber im Umkehrschluss überhaupt nicht, dass uns das egal ist, wie das Leute finden. Also wir, natürlich ist es nicht so. Also wir bringen ja Musik raus, sonst können wir die auch einfach für uns machen und müssen die nicht rausbringen. Also natürlich interessiert uns das, wie die Leute es finden. Und das ist natürlich uns auch so total wichtig. Also war das für euch irgendwie von Anfang an schon klar, dass ihr nicht so die Art Band seid, die irgendwie nach 2 Jahren, weiß ich nicht, wie gesagt, diesen Album-Schnellschuss irgendwie schon mal liefert und sagt, ey, wir probieren das aus. Und wenn wir damit ein Jahr später nicht mehr zufrieden sind, dann ist das irgendwie auch Abbild der Zeit und ist das, was uns damals ausgemacht hat. Also war ich schon von Anfang an klar, dass ihr das nicht sein wollt? Also ich glaube, wir
wir denken sehr, sehr, sehr viel. Also wir sind vielleicht auch teilweise zu verkopft, was sowas angeht. Mhm. So alles, was wir veröffentlichen, sei es auch Social Media oder sei es Musik oder Musikvideos oder Interviews, oder ich weiß es nicht. Wir sind da schon sehr picky, würde ich sagen, und teilweise vielleicht auch ein bisschen zu verkopft gehen wir dran. Aber wir können das irgendwie nicht so loslassen. Also wir, es war von vornherein total klar, dass wir auf keinen Fall einigermaßen okayes Album veröffentlichen wollen, also was wir selber okay finden, so, sondern es war halt eben dieser riesige Anspruch da. Dann lass uns noch mal über eine ganz andere Sache sprechen, und zwar über so ein bisschen über die Zeit, in der ihr euer Debütalbum veröffentlicht habt. Und ich meine gar nicht so sehr, dass ihr quasi euer Debütalbum in eine Pandemie reingeboren habt, sondern eher so, dass man als junge Band oder als Künstlerin in der Zeit Musik macht, in der man irgendwie nicht umhinkommt, irgendwie auch seine Position in der Gesellschaft zu begreifen, und der man auch nicht umhinkommt, irgendwie zu begreifen, dass man eine gewisse Verantwortung hat. Vielleicht erstmal grundsätzlich, würdet ihr dem zustimmen? Würdet ihr dem widersprechen wollen? Also ich finde, grundsätzlich würde ich niemanden, keinem Künstler, keiner Künstlerin vorschreiben, wie damit umzugehen ist und ob das jetzt konkret politisch sein muss, die Kunst, die man macht oder nicht. So, das würde ich niemandem vorschreiben. Mhm. Bei uns ist aber einfach so, dass wir irgendwann so für uns, wir haben das auch lange diskutiert, oder was heißt diskutiert, wir waren eigentlich einer Meinung, aber wir haben halt lange drüber gesprochen, und insbesondere, glaube ich, im letzten Jahr immer mehr gemerkt, dass es uns wichtig ist, dass man an unserer Band auch eine Haltung erkennen kann, und eben, dass wir für bestimmte politische Inhalte halt auch stehen und für progressive Werte stehen, und das war uns einfach immer wichtig, und das wollten wir gerne transportieren. Aber wir haben auch viel so über Privilegien gesprochen. Ich meine, wir sind halt, also wir sind 5 Dudes, die aus einem der reichsten Länder der Welt kommen, und das ist halt auch, genau, wir haben uns halt auch so, gerade so auf Bookery viel so Fragen gestellt, wie geht man damit um, welche Rolle hat man selber in der Welt und wie geht man mit seinen Privilegien um, und sehr viele Fragen gestellt, auf die wir auch gar nicht unbedingt immer so eine passende Antwort hatten. So schnell geht's mal. Persönlich nutze ich ja den X3 Karabiner, aber den kann man grundsätzlich auch nehmen. So. Fand ich auch. Schön mit dir. So.